Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Alicia. Willkommen in der Familie. Ihr kennt das schon. Manche haben sich letztens mal beschwert darüber und die anderen finden es ganz toll, was ich sage. In meinem Intro. Ich weiß nicht, was soll ich tun? Auf jeden Fall machen wir heute ein komplettes Make-up nur mit Cruelty-Free-Produkten, sprich tierversuchsfrei. Firmen, die keine Tierversuche machen, überhaupt gar nicht. Firmen in Europa testen nicht mehr an Tieren. Das ist gar nicht mehr erlaubt, soweit ich weiß, soweit ich informiert bin. Aber wenn sie nach China verkaufen, dann müssen die leider an Tieren getestet werden, was einfach Gesetz ist dort. Und das ist eigentlich das Hauptproblem bei den meisten Firmen. Ich dachte mir jetzt einfach, nutzen wir die ganze Gelegenheit einfach mal, um wirklich nur tierversuchsfreie Produkte zu benutzen. Und für dieses Video war ich auch besonders streng, was ich privat überhaupt nicht bin. Im Sinne von Firmen, die zu Firmen gehören, die Tierversuche machen. Die habe ich jetzt auch komplett ausgelassen. Sprich zum Beispiel Too Faced gehört zu Estee Lauder, glaube ich. NYX gehört zu L'Oreal. Auch alle Pinsel und Sachen, die ich benutze in diesem Video, sind komplett tierversuchsfrei. Zumindest laut der Liste, die ich gefunden habe. Ich habe vor allen Dingen bei Cruelty Free Kitty, glaube ich, geschaut. Da war eine ganze Liste von Firmen, die immer aktuell up-to-date sein sollte. Aber ich rede viel zu lange. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Okay, dann legen wir doch gleich mal los. Ich habe noch unten meine Invisaligns drin. Also wenn ich so ein bisschen lispel noch. Sorry, aber ich glaube, es geht. Ich habe schon meinen Primer drauf und zwar den hier. Das ist der Kat Von D Lock It Hydrating Primer Base. Wow. Riecht voll nach Play-Doh. Extrem nach Play-Doh. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn mag oder nicht, aber er ist schon schön hydrating. Ich habe nur das Gefühl, dass meine Foundation schneller wegrutscht damit. Aber ich teste das noch so ein bisschen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was die tatsächliche Foundation betrifft, es ist ein kleines Problem, denn eigentlich hätte ich jetzt die Born This Way Foundation genommen von Too Faced, aber Too Faced gehört zu Estee Lauder, was Tierversuche macht. Sprich, für dieses Video speziell, einfach weil wir noch genauer sein wollen, ist es jetzt nicht wirklich geeignet. Ich habe die Pure Nude von Essence noch hier, die ich super, super gut finde. Allerdings ist es eine leichtere Deckkraft und meine Haut ist ziemlich am Ausrasten, wie ihr vielleicht so ein bisschen sehen könnt. Also hier, ne, hier so ein bisschen, ist echt ein bisschen problematisch. Deswegen fällt die eigentlich auch raus und ich habe sonst wirklich nur Foundations, die irgendwie mit Tierversuchen zusammenhängen. Nicht unbedingt den Firmen eben gehören, aber halt viel Urban Decay, NYX, ihr wisst, was ich meine. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nur noch eine einzige Option und ich hoffe, dass jetzt funktionieren wird. Das ist die Anastasia Beverly Hills Stick Foundation in Cool Beige. Mittlerweile passt die Farbe, glaube ich sogar. Müsste hinhauen. Die war immer zu dunkel und jetzt sieht so aus, als könnte es funktionieren. Ich versuche es jetzt einfach mit ihr. Die Farbe ist, glaube ich, richtig, richtig schön. Ich habe die schon mal benutzt, aber die hat sich irgendwie überhaupt nicht verblenden lassen. Aber vielleicht mit dieser Base jetzt, vielleicht geht das jetzt ein bisschen besser. Das ist jetzt von Zoeva, der 102 Skin Finish. Und das versuchen wir jetzt einfach mal. Ja, die hat einfach so ein bisschen Blendeschwierigkeiten. Um mal so ein Produkt reinzuwerfen, das ich noch nicht so wirklich benutzt habe in dem Video, glaube ich. Ich nehme jetzt die Camouflage Creme von Catrice. Die hat einen Wake-up-Effekt und die mache ich mir jetzt unter die Augen und hoffe, dass es funktioniert, weil ich glaube, die habe ich so noch gar nicht wirklich getestet. Der ist jetzt von, ich glaube, Primark. Die waren auch tierversuchsfrei. Ich gebe die jetzt einfach mal hier so ein bisschen rein. Was, glaube ich, schon ganz gut funktioniert. Ich schlafe nicht besonders viel, falls ihr es nicht selbst schon gesehen habt. Für Concealer nehme ich jetzt einmal den Tarte Shape Tape gemischt mit dem Becca Concealer. Das ist der Becca, wie heißt denn der? Aqua Luminous Perfecting Concealer, weil der ist ein bisschen leichter, der ist ein bisschen schwerer und ich will so eine richtige Mischung daraus haben. Deswegen nehme ich jetzt nochmal beide. Sieht jetzt schon wieder sehr gelb aus in der Kamera. Diese Farben sehen immer sehr gerne gelb aus in der Kamera. Aber ich finde gerade die andere nicht von dem Shape Tape Concealer. Beauty Blender soll angeblich auch cruelty free sein. Ich habe jetzt nur ganz wenig dazu gefunden, aber das, was ich gefunden habe, war entweder, ich weiß es nicht, oder es ist cruelty free. Ich hoffe, dass es stimmt. Ja, es ist ein bisschen gelb, aber was soll's. Okay, soweit so gut. Kommen wir zum Puder. Ich setze jetzt erstmal meinen Concealer und zwar mit dem Kat Von D Lock It, glaube ich. Translucent Setting Powder. Yep. Okay. Und dafür nehme ich den Real Techniques, weiß ich nicht, Setting Brush. Setting Brush passt ja. Ich nehme übrigens meistens auch echt immer nur ganz, ganz wenig Puder. Weil ich finde, ich sehe immer aus wie 60, wenn ich versuche zu baken. Das ist einfach, irgendwie habe ich zu viele so kleine Fältchen unter den Augen. Einfach so, meine Haut ist auch trocken und alles. Und das mit Puder ist es, glaube ich, einfach nicht so optimal. Ich nehme jetzt auch noch das normale Kat Von D Lock It Puder und sette damit ein bisschen das restliche Gesicht, aber nicht besonders stark, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Okay, soweit so gut. Ich kümmere mich mehr um die Augenbrauen und dafür nehme ich meine Anastasia Deep Brow
Pomades in Ash Brown und Soft Brown, was ich jetzt so ein bisschen mische, weil ich eine neue Haarfarbe habe, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Und dafür nehme ich einen Essence-Pinsel, den Essence Eyeliner Pinsel, den liebe ich für Augenbrauen immer noch. Ich habe schon früher relativ viel über den geredet, dann irgendwann zwischendurch nicht mehr ganz so sehr, ich weiß nicht mehr warum, aber mittlerweile benutze ich ihn wieder sehr, sehr gerne. Also so passt mir das schon mal ganz gut. Ich finde die Farbe so schön jetzt. Ich würde jetzt eigentlich auch das Anastasia Beverly Hills Augenbrauengel nehmen, aber ich will nicht nur Anastasia nehmen, weil ich schon voll viel davon benutze und deswegen nehme ich das von Essence, was auch sehr gut ist. Ich muss sagen, farbige Augenbrauengele machen mir so ein bisschen Angst, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwo dagegen komme. Übrigens, sorry für meine Nägel, es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich die vor langem nicht mehr lackiert habe. Schlechter Beauty Guru. Ich habe hier einmal die Tarte in Bloom Palette rumliegen, die wunderschön zu diesem Hintergrund passt, oder? Voll schön. Dann habe ich hier die kompletten Melt Cosmetic Stacks, die ich so sehr liebe. Ich liebe diese Dinger. Die sind nur leider sehr, sehr teuer. Aber das sind so großartige Lidschatten, meiner Meinung nach. Ich finde die ganz toll. Und dann habe ich hier noch zum Beispiel Zu Eva. Das ist jetzt die Zu Eva Coco Blend Palette, die auch super, super schön ist. Oh. Ach ja, die Miss Bella Palette habe ich auch noch. Och Gott, Leute. Ich glaube, ich nehme jetzt mal aus der Miss Bella Palette die Farbe Undressed und setze sie so ein bisschen aufs ganze Lid. Nicht ganz, ganz aufs Ganze, aber so. Doch, schon aufs Ganze eigentlich. Das ist nämlich eigentlich so die perfekte Farbe. Genau für sowas. Und wenn ich gerade schon bei der Palette bin, nehme ich jetzt noch Pure und setze den unter meine Augenbraue und blende das so ein bisschen so ineinander. Okay, ich nehme jetzt den 227er von Zu Eva und die Tarte Palette. Und dann gehe ich jetzt erstmal in dieses neutrale Braun, weil ich will jetzt mal was nicht ganz so Warmes machen. Ich mache immer so viele warme Looks, außer der in meinem Anastasia-Video, aber ich mache so oft warme Looks, dass ich mal was anderes machen möchte heute. Ich setze den auch in mit drauf, weil ich so ein bisschen Halo-mäßig unterwegs sein will, weil ich nämlich Glitzer benutzen werde. Dann gehe ich in diese Farbe hier und ich mische die auch so ein bisschen mit der Farbe, die ich gerade benutzt habe. Das ist Activist aus der gleichen Palette. Was ich bei der Palette auch ganz gerne mag, ist, dass die nicht super krass pigmentiert sind. Man kann die schon aufbauen zu dem, was man auch in der Pan sieht, aber man muss keine Angst haben, dass man es komplett versaut. Wie bei der Subculture zum Beispiel. Okay, ich gehe jetzt mal in Rocker. Und das wird auf jeden Fall nicht meine Hauptfarbe sein, aber ich nehme die jetzt mal als Base und setze sie so in die Mitte. Bevor ich irgendwas anderes mache, mache ich das gleich noch auf der anderen Seite. Ich habe jetzt hier Glitzer von Stila. Es ist so schön. Aber eigentlich ist nur das hier ein bisschen kühler vom Farbton. Das ist Smoky Storm. Wir klatschen das da drauf. Ich muss es tun. Okay, ich mache zwar schnell die gleiche Farbkombination unten und dann machen wir gleich weiter. So, für Mascara nehme ich die Tarte Lights Camera Lashes Mascara, die ich sehr, sehr gerne mag. Und die House of Lashes Wimpernzange. House of Lashes ist nämlich auch anscheinend cruelty free, zumindest stand sie auf der Liste, wo ich geguckt habe. Sie? Das, die standen auf der Liste. Ich möchte noch ganz gerne schwarz auf die Wasserlinie machen. Dafür nehme ich jetzt den P2 IQ Pen Waterproof. Ich hoffe, dass P2 tierversuchsfrei ist. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Da habe ich nicht nachgeschaut und das ist der einzige, den ich gerade habe, den ich benutzen kann. Deswegen hoffen wir einfach mal. Wenn nicht, dann könnt ihr den aber sehr gerne ersetzen mit irgendetwas. Von einer der gezeigten Marken oder von einer anderen Marke, die eben auch tierversuchsfrei ist. Für Lashes habe ich hier House of Lashes Wimpern, die ich ja über alles liebe. Und die sind auch alle synthetisch. Beziehungsweise ich glaube, ich habe noch nie Mink Lashes gefunden bei denen. Und die standen auch als cruelty free da. Also macht Sinn, dass die alle nicht echte Wimpern sind. Und echte Wimpern, echt Haarwimpern sind. Das sind jetzt die Allura Light Wimpern. Ich glaube, die passen ganz gut. Boah, diese Wimpern, ne? Voll schön. Inner Corner Highlight machen wir gleich. Ich mache aber jetzt erstmal schnell Kontur. Und dafür nehme ich das Kontur-Kit von Anastasia Beverly Hills.
Weil NYX gehört zu L'Oreal und L'Oreal ist nicht tierversuchsfrei, deswegen benutze ich es in diesem Video nicht. Ich nehme jetzt mal den Morphe, weiß ich nicht was, Pinsel. Keine Ahnung. Für Blush nehme ich das Tarte Risqué Blush. Ich habe nicht so viel Blush momentan, wobei ich habe noch einen Colourpop hier rumliegen. Colourpop nehmen wir einfach mal. Wie wär's damit? Colourpop Birthday Suit. Super Shock Cheek. Die sind so, so ein bisschen squishy. Ganz komisch. Ich zeige euch das mal. Also, man kann einfach so reindrücken. Es ist ganz, ganz komisch, aber total geil irgendwie. Und nochmal ein Morphe Pinsel, auf dem kein Name steht. Für Highlighter würde ich eigentlich super gerne das zu Eva Strobe Gel nehmen, weil ich finde das so geil. Dieses Zeug ist der Hammer. Ich habe schon so oft darüber geredet. Das ist einfach wirklich so ein Gel. Und das sieht so wunderschön auf der Haut aus. Aber ich habe schon überall gesettet, weil ich total bescheuert bin. Und deswegen ist es nicht so gut, glaube ich, als Gel. Ich habe hier von Becca Opal, was, glaube ich, farblich super, super passt. Deswegen nehme ich jetzt das, wenn ich eigentlich was Günstigeres nehmen wollte. Opal ist übrigens relativ weich, wenn man es denn so aufträgt. Also man kann es schon auch aufbauen und härter auftragen. Aber es ist ein relativ weicher Farbton, der super, super schön aussieht. Ich finde, für meine Hautfarbe auch. Und auch so für diese Bereiche hier, so Nase, hier so ein bisschen. Der Highlighter. Oh. Okay, ich habe ja gesagt, Inner Corner will ich noch machen. Und dafür nehme ich jetzt die Anastasia Aurora Palette, die solche bunten Highlighter hat. Was nehme ich denn jetzt am besten? Ich glaube, ich nehme Helia und setze den in den Innenwinkel. So, okay, für die Lippen bin ich jetzt echt am Überlegen. Ich habe mehrere, die irgendwie ganz schön wären dazu. Das ist der Lolita Liquid Lipstick, das ist der Lolita Lipstick. Ich will jetzt mal die Farben vergleichen, das interessiert mich jetzt. Okay, also der Lippenstift ist deutlich rötlicher. Okay, weil ich ihn noch nicht ausprobiert habe, nehme ich jetzt den Kat Von D Lolita Lipstick, der, glaube ich, sogar neu ist, also im Sortiment. Obwohl ich eigentlich was Helleres haben wollte, aber okay. Okay, 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 da ist viel zu viel Rot. Da ist viel mehr Rot, als ich gedacht habe. Ich bin, okay, ich brauche was anderes. Ich gehe jetzt mal drüber mit dem Ultimate Color Lipstick von Catrice in der 010 und gucken mal, was passiert. Dieser Highlighter. Und damit ist dieser Look komplett. Ich hoffe, er gefällt euch genauso gut wie mir. Ich persönlich finde ihn sehr schön, weil es endlich mal ein bisschen was nicht so Warmes ist. Und zusätzlich noch cruelty-free, da kann man sich echt nicht beklagen, glaube ich. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, lasst es mich gerne durch eine Bewertung oder einen Kommentar wissen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Die Spooktober-Vorbereitungen laufen übrigens, weil ich so oft gefragt werde, ja, 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 es gibt wieder Spooktober. Ihr findet jetzt hier rechts mein letztes Video und ein weiteres Video auf diesem Kanal. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Schaut auch gerne mal auf meinen Social-Media-Seiten vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bin da sehr aktiv. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!